Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Xenoblade Chronicles. Beim letzten Mal haben wir ein paar Quests erledigt und heute wollen wir uns ein paar Gesprächen widmen. Und zwar könnt ihr uns eins zwischen Fiora und Schala angucken. So, mal sehen, worüber die beiden denn so reden. Tut mir leid, dass ich dich um diese Zeit hier rausschleife. Kein Problem. Worüber möchtest du denn reden? Jetzt kann ich es dir zugeben. Bevor du da warst, dachte ich, Melia sei die Richtige für ihn. Redest du etwa von Shulk? Ja. Aber bitte versteh mich nicht falsch. Ich bin unparteiisch. Wer von euch beiden auch Shulk am Ende bekommt. Ich wünsche euch von Herzen Glück. Schade, ich mag die Frau, aber... Misch dich doch nicht in solche Dinge ein. Oh nein! Was ist denn? Was ist? Zieh mich doch an! Mit diesem Körper kann das doch nichts werden. Du machst dir Sorgen, dass er dich ablehnen könnte? Ich kann deine Gefühle nachvollziehen. Jede Frau kann das verstehen. I don't think so. Wohl kaum. Oh. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Bist du auch nicht. Ich wünschte nur, ihr würdet mich nicht so bemitleiden. Wer tut denn das? Tut mir leid, ich wollte keinen falschen Eindruck erwecken. Schala. Ich bemitleide dich bestimmt nicht. Aber ich mache mir schon Sorgen um dich. Um deinen Körper, um dich, um Shulk. Tut mir leid, wenn ich mich zu sehr einmische. Nein, überhaupt nicht. Entschuldige, Schala. Du machst dir so viele Gedanken um mich. Ich wollte mich nicht beschweren. Keine Sorge, ich verstehe. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Und verzeih, dass ich dich so lange wachgehalten habe. Aber nein, ich habe jetzt das Gefühl, wir verstehen uns jetzt besser. Danke. Herzzerreißend, ja, das war's wirklich. Ich weiß nicht, ich finde einfach dieses blöde Dreieck so richtig bescheuert. Es tut mir leid. Weil dass sich da einfach alle einmischen müssen, von wegen. Oh, cool. Super. Also ich, keine Ahnung, ich fände Melia als Charakter viel cooler, wenn sie sich nicht in den ersten Homs verlieben würde, den sie trifft. Also, das nervt mich wirklich krass. Deshalb finde ich halt XDX viel cooler, weil da gibt es so eine Scheiße nicht bei den Main Characters. Keine blöden Dreieck. Du hilfst halt auch mit Leuten, damit sie heiraten können oder andere Zeugs, aber. Eben. Es gibt halt nicht irgendwie, keine Ahnung, dass zwei Mädels in Laro verliebt werden oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Nicht wahr? Aber behalte einfach immer eines im Kopf. Keiner von uns stört sich an deiner Erscheinung, Fiora. Woher willst du das wissen? Das sehe ich in ihren Augen, auch in denen von Shulk. Er leidet nur sehr darunter, dass er dich nicht retten konnte. Vielleicht willst du das alles gar nicht so genau wissen. Aber ich wollte, dass du es erfährst. Dann habe ich wohl nur ihre Blicke falsch verstanden. Ich dachte, alle finden mein Eishaus abstoßend. Dabei waren sie einfach besorgt. Ich will dir das nicht einreden. Du kannst nur deinen eigenen Gefühlen trauen. Aber... Nein! Nachdem du mir das alles erzählt hast, bin ich sicher. Ich bin sicher, dass ich mich geirrt habe. Dann ist es vielleicht auch die Wahrheit. Auf manche Fragen gibt es keine klare Antwort. Ja. Danke, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Sag mir auch in Zukunft Bescheid, wenn ich etwas falsch deute. Hui. Ah ja. So, jetzt haben wir diese Option gesehen. Jetzt können wir noch zwei andere machen. Dann... führen wir das Gespräch zwischen... Ah, tut mir leid, das ist mit meiner Stimme los. zwischen Fiora und Dunban. Ansehen bitte, dankeschön. Ich habe vorhin zwar was gegessen, aber daran sollte es nicht so... ich muss aber aufnehmen. Miep. Hoffentlich habe ich Hustenbonbons.
So, aber honestly, ich glaube, alle sind eher... Danke. Keine Sorge, du bist alles so Schurk. Literally, er ist für dich von der Klippe gesprungen. Ach ja, das fällt mir in letzter Zeit immer wieder auf. In letzter Zeit? Du meinst, seit ich wieder da bin? Ja, genau. Davor hat Schurk natürlich auch auf seine Freunde Acht gegeben. Aber seit er dich wieder getroffen hat, ist es etwas anders. Inwiefern anders? Aber er ist doch so wie früher. Ich weiß jetzt gar nicht, welche die schlechte Option ist. Ich glaube... Die hier? Nein, fuck, okay. Das mag dir so vorkommen, aber... Du hast Schurk nicht erlebt, als sie auf der Suche nach dir waren. Hm, das stimmt. War er wirklich so anders? Nicht im schlechten Sinn. Er war immer er selbst. Dann bin ich ja beruhigt. Er scheint mir nämlich noch genauso herzensgut wie früher. Ja, das ist er. Aber das meine ich nicht. Er ist viel stärker geworden. Wahrscheinlich, weil er dich von jetzt an beschützen will. Ach so. Aber ich bin froh, dass er immer noch derselbe ist. Vielleicht bist du ja der Grund, warum er sich nicht verändert hat. Wie meinst du das? Vielleicht wollte er unterbewusst so bleiben wie früher. So wie du ihn kennst. Könnte sein. In der Hinsicht macht er sich immer viele Gedanken. Danke, dass du mir all das gesagt hast, Charla. Gerne. Dann mach dir keine Gedanken. Es wird schon alles wie alles gut werden. Ich finde es super, dass das Fioran gar nicht drauf eingeht. Das ist halt... Ich dachte eigentlich, Melia wäre die richtige Wien, aber jetzt, wo ich dich kenne, sehe ich, dass ihr das OTP seid. Naja, unparteiisch, Charla. Das ist natürlich sehr unparteiisch. Mhm. So. Ein Gespräch und ich glaube, das andere schneide ich halt noch schnell raus mit bei. Ach, whatever. So, nächtliche Gespräche. Ansehen. Ich glaube, ich wollte vorher noch irgendwas sagen. Ich weiß nicht mehr genau, was. Inwiefern anders? Er wirkt nicht mehr so verbissen. Ach, und vorher war er verbissen? Er hat es sicher selbst nicht mal gemerkt. Aber Dunben und ich schon. Wahrscheinlich sogar Ricky. Melia und Ryan nicht? Den beiden fehlt der nötige Abstand. Ryan ist genauso wie Schurk. Und Melia? Was ist mit Melia? Was wolltest du sagen? Ich denke, das muss sie dir selbst erzählen. Ich werde nichts sagen. Ich verstehe. Ich hoffe jedenfalls, eine von euch kommt mit Schurk zusammen. Oh, du bist lieb, Charla. Ein bisschen seltsam, aber lieb. Wünsch mir Glück. Ich finde, das ist einfach so richtig bescheuert. Es tut mir leid. Ja, das war jetzt natürlich... Dadurch ist die Affinität natürlich nicht wirklich gestiegen. Oder? Ich gucke noch schnell nach und dann gehen wir das nächste Mal in die Gespräche machen. Ja, komm, Lila. Wir haben noch eins. Okay, dann lasse ich das mal auf den nicht optimalen Stand. Ich bin nicht gerade echt zu faul, um das zu ändern. Sollte ich nicht sein, aber... ist doch egal. So, dann mein kommt jetzt rein. Dann können die beiden schon mal... das nächste Gespräch führen. Ich glaube, wir werden heute tatsächlich nicht... Nein, da. Nicht so viele Gespräche durchkriegen. Das heißt, ich muss jetzt hier noch schnell vorher speichern. So. Wie gesagt, für einige Gespräche weiß ich noch... Ach so. Wo ist dann das zwischen Dunben und Fiora? Ich weiß, dass das freigeschaltet sein sollte. Da, wir haben noch eins in Grenzdorf mit den beiden, seht ihr? Eins in Alchemith, das wird kompliziert. Eins auf dem gefallenen Arm. Okay. Jetzt muss mir die Map helfen, es könnte das hier sein.
ist ja noch eins. Da ist auch noch eins. Hm. Ich glaube nicht, dass es das hier ist. Ricky und Melia. Dann muss es ja wohl das in der Stadt sein. Also in Junks. Wobei, hier ist auch noch eins. Die sehen nach. Was, ich und unorganisiert. Als ob ihr mich anders kennt. Okay. Ah, nur wir beide. Okay. Wir haben es gefunden. Ich meine, manchmal habe ich so die organisierten. Die organisierten Dinge richtig gut drauf. Aber manchmal halt nicht. So, nur wir beide. Fiora, darf ich dich etwas fragen? Klar, was gibt's denn? Ist dein Körper wirklich wieder in Ordnung? Seit deiner Behandlung hast du kein Wort mehr darüber verloren. Das liegt daran, dass ich nicht zu klagen habe. Mir geht's gut, keine Sorge. Ich kenne dich ja nun schon etwas länger. Und ich weiß, dass du nicht offen sagst, wenn dich das belastet. In diesem Punkt bist du mir sehr ähnlich. Daher dachte ich, du versteckst deinen Schmerz vielleicht nur. Du hast mich durchschaut. Ich verstecke gar nichts. Ich bin es, Fiora, dein Bruder. Mich musst du nicht belügen. Ich lüge dich dann, Ben. Mach dir nicht so viele Gedanken. Kann ich mich also darauf verlassen, dass du die Wahrheit sagst? Ja, mir geht's gut. Gut, dann glaube ich dir. Aber eines will ich dir sagen. Ja, was denn? Es ist nie gut, die Wahrheit zu verschweigen. Damit tust du niemandem einen Gefallen. Ich habe keine Wahl. Du hast recht. Ich glaube, das ist die schlechte Option. Das will er gar nicht hören. Manche Dinge lassen sich nun mal nicht ändern. Es macht keinen Unterschied, ob ich sie offen benenne oder nicht. Damit magst du recht haben. Aber ich würde gerne etwas tun, um dir zu helfen. Das ist lieb von dir. Ich werde mich bemühen, offener mit dir zu sein. Vielleicht nicht heute, aber irgendwann bestimmt. Lass dir Zeit. Ich will dich zu nichts zwingen. Danke und tut mir leid. Du musst dich nicht entschuldigen. Du hast nichts Falsches getan. Ich weiß, aber du bist meine Schwester. Du bist alles, was von meiner Familie noch übrig ist. Ich werde immer zu dir halten. Danke dann, Ben. Ich bin froh, dass ich dich habe. Mir schreibt gerade jemand auf Discord. Ah, wie herzzerreißend. Ich muss, also was ich wirklich super finde an dem Spiel, ist echt diese Family Bond zwischen Don Ben und Fiora. Das ist so. Ich hätte auch gerne einen solchen großen Bruder. Aber das, was er gesagt hat, von wegen, es ist nie gut, die Wahrheit zu verschweigen. Naja. Manchmal sollte man das lieber tun. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung und meine jahrelange Erfahrung mit Wahrheit, Unwahrheit und Lügen. So. Also, wirklich, man muss nicht immer alles rausplaudern. Manchmal ist es besser, dass einige Dinge ungesagt bleiben. So. Okay, nichts zu klagen. Ich verstecke gar nichts, so. Aber ich finde es echt cool, dass wir auch hier wieder zwei Characters haben. Mit halt Disabilities. Dunban mit seinen Armen. Und Fiora mit, naja, ihren ganzen Körper. Das finde ich echt super. Du hast recht. Danke, dass du dich immer um mich kümmerst. Das zählt zu meinen Pflichten als dein großer Bruder. Ich habe mich immer um dich gesorgt und werde es immer tun. Ich weiß. Danke. Es gibt niemanden, dem ich mich so anvertrauen kann wie dir. Wobei ich sicher bin, dass Shoke dich ebenso verstehen würde. Ich hoffe, dass du den Mut findest und ihm die Wahrheit erzählst. Er wird mit Sicherheit verständnisvoll reagieren. Ja, ich weiß. Genau das mag ich an ihm so gern. Er ist ein guter Kerl. Wie es aussieht, geht es dir jetzt ein wenig besser. Wollen wir zurück zu den anderen? Ja. Ich bin so froh, dass du mein Bruder bist, weißt du das? Das ist so süß. Das ist echt knuffig.
Laden wir das Spiel. So, hoffentlich erwische ich jetzt die falsche Option. In Anführungszeichen. Ich fände es eigentlich ziemlich gut, wenn die beiden sich gut verstehen würden. Ich meine, sie sind ja sowieso schon herzirangen. Jo, oh Gott. Ich muss eigentlich liebes dann zu synchronisieren. Seine Stimme ist relativ. Es ist einfacher, seine Stimme ins Deutsche zu singen, weil er einfach so melodisch redet. Bei den anderen ist es schwieriger. Du hast mich durchschaut. Ich kenne doch meine Schwester. Also erzähl, wie steht es wirklich um dich? Im Moment ist alles in Ordnung. Ich habe keine Schmerzen. Aber ich weiß, dass mein Körper nicht besonders lange halten wird. Ich verstehe. Wissen Shoko und die anderen davon? Ich habe es noch niemandem erzählt. Außer dir jetzt. Shoko hat so viel um die Ohren. Ich will nicht, dass er sich Sorgen um mich macht. Ja. Ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlen musst. Oh, ich glaube, das hier ist... Das da. Nein, kannst du nicht. Nicht? Ich hab's heute mit der richtigen Zeugs aussuchen, super. Ich war lange genug in einem erbärmlichen Zustand. Du hast mich doch die ganze Zeit gepflegt. Mag sein, aber du weißt trotzdem nicht, wie ich mich fühle. Fiora. Willst du wissen, wie ich mich fühle? Dann hör zu. Ich werde euch dabei zusehen müssen, wie ihr alt werdet. Während ich so bleiben werde, wie ich jetzt bin. Und die ganze Zeit diese Ungewissheit. Mein Körper kann jederzeit aufhören zu funktionieren. Vielleicht in einem Jahr oder auch schon nächste Woche. Schon gut, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Aber Fiora, ich denke, es hilft, offen über diese Gefühle zu sprechen. Nein, es hilft nicht! Moment. Du provozierst mich absichtlich, oder? Ich bin nicht gut darin, die richtigen Worte zu finden. Aber ich dachte, vielleicht kann ich dir helfen, indem ich dich zum Reden bringe. Es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Und du hattest recht. Es hilft tatsächlich, alles einmal rauszulassen. Das hatte ich gehofft. Was immer dich bedrückt, Fiora, rede mit mir. Teile es mir mit. Es gibt nichts, was du mir nicht sagen kannst. Ich bin dein Bruder. Na dann? Dann mach dich auf einiges gefasst. Und danke, Dunban. Ah, ich liebe Dunban. Ich finde die richtigen Worte nicht, aber ich finde sie trotzdem irgendwie, ne? So. Machen wir das nochmal. Und ich glaube, wir machen das noch und dann war es das für heute. Weil meine Stimme ist irgendwie am Verrecken. Ich muss mal gucken, was ich da machen kann. So. Ah, es tut mir leid. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen länger machen, aber ihr müsst verstehen. Jora. So. Und ich muss mir wirklich eine bessere Aufnahmeposition suchen. Das geht so nicht. Ah. Noch durchdrücken. So. Du hast mich durchschaut. Ach ja. Und es ist so frustrierend. Ja, es ist frustrierend, auf andere angewiesen zu sein. Das Gefühl zu haben, anderen zur Last zu fallen. Ja, genau das ist es, wovor ich Angst habe. Das kann ich nur zu gut nachvollziehen. Wenngleich deine Situation etwas anders ist als meine damals. Ja, weil ich anders bin. Dabei will ich nur, dass mich andere ganz normal behandeln. Das werden wir, Fiora. Aber du musst den anderen die Wahrheit sagen. Sie müssen wissen, wie es um dich steht. Ich werde es ihnen sagen. Auch wenn ich Angst vor ihrer Reaktion habe. Ich verspreche es. Gut so. Du wirst ihre Gefühle akzeptieren müssen, egal wie sie reagieren. Vergiss nicht, dass ich immer hinter dir stehen werde. Das beruhigt mich. Danke, Dunban. So, haben wir doch das letzte Gespräch mit dem großen Bruder geführt. Die beiden haben eigentlich noch ein Gespräch in Alchemith auf Wölkchen. Entweder auf Grün oder auf Wölkchen, aber ihr seht, wie es gerade um Alchemith steht. Das könnte etwas schwieriger werden, aber werden wir alles noch machen, bevor wir dann das Finale bestreiten. Und das noch nicht anfängt, wenn ihr in den Bayonetten, ach, nee, Dings,
ins Innere des Bayernes fliegen. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zugucken heute. Beim nächsten Mal werden wir entweder noch ein paar Gespräche führen oder wir machen einfach ein bisschen mit der Story weiter, damit ich Sachen sammeln kann, die wir für die Erweiterung von Kolonie 6 brauchen. Auf jeden Fall werden Dinge geschehen. Also, bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.